Amerika hat gewählt. Die Stimmen werden aktuell noch ausgezählt. Was den Senat angeht, da sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Das Repräsentantenhaus dürfte wohl an die Republikaner fallen. Ja, der DAX, aber auch die Wall Street zeigen sich vorbörslich leicht im Minus. Der DAX konnte gestern die wichtige Hürde bei 13.534 überwinden. Jetzt aber haben wir beim DAX die fallende 50-Wochen-Durchschnittslinie bei aktuell 13.703 Punkte vor der Brust. Auch diese Hürde sollte natürlich überwunden werden.